jetzt haben wir erstmal alles soweit eingekauft. Jetzt müssen wir erstmal zurück ins Lager, aber es das heißt ja jetzt Office, ne? Office. Wir haben jetzt ein Office. Ein Office. Das heißt, Office? Heißt es Office oder Office? Ich glaube Office. Aufsitz. Headquarter hätte ich. Mama, ich krieg gerade eine Meldung rein. Ja. Wir haben 31er in der 5. Ecke, 7. Nur so ein Blaulicht anmachen einmal. Scheiße, ja, mach mal an. Mal Vollgas. Okay. Vollgas. Festhalten. Vollgas. Listen to your heart. When you open up the door, listen to your heart. So geil. So geil, dass ihr alle dabei seid. Ist so geil. Irgendwie lief alles perfekt. Perfekt, ja. Ich habe irgendwie Angst, dass irgendwas gleich nicht läuft. Passt gar nicht zu uns. Mein Boss kommt immer dazwischen, ne? Ja. Da haben wir Shooting, haben wir die Kamera vergessen. Haben wir die Kamera mit, haben wir die Models vergessen. Ja. Haben wir die Models und die Kamera mit, haben wir die Speicherkarte, hatte ich auch schon mal vergessen. Haben wir Models mit, Kamera, Speicherkarte mit. Haben wir die Klamotten vergessen. Haben wir alles mit, schlechtes Wetter. Ist echt so, Alter. Hallo, was ist dein Reden? Schönen guten Tag, hallo. Ich hätte gerne einen McFlurry mit Doppeldime, bitte. Du, was willst du? Ich will das gleiche, was du hast. Das, also das Ganze zweimal, bitte. Das ist alles. Ist das schon alles? Willst du das anders machen? Nee. Das ist alles. Ich kann nicht annehmen, dass das schon alles sein soll. Das Portemonnaie liegt hinter der Kamera. Ach so. Vielen Dank, ich bedanke mich. Ja, danke. Ciao. Ciao. Müsste mal bringen. Vielen Dank, ich bedanke mich. Ist immer sehr höflich. Das ist die Steigerung von Höflichkeit. Boah, Alter, ist das iced out, Junge. Was ist da jetzt drin? Dime? Dime. Was ist in Dime drin eigentlich? In Dime ist auch Dime, ne? Nee, in Dime meine ich jetzt. In Dime? Ich meine, was in Dime drin ist jetzt. Ja, Dime. Nee, in deinem. Alter, das ist total beschränkt. Au. Aua. Aua! 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 Was hast du getrunken? Wodka und Bier! Aua! Wodka und Bier! Wie viel Eis hast du schon gegessen? Einiges! 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 Aua! Aua! Wir müssen noch einiges schaffen heute. Einiges. Ich verstehe nicht, warum die den Deckel nicht auch aus Pappe machen. Ohne Deckel. Ja, ohne Deckel. Ja, warum ist der Deckel da eigentlich drauf? Man kommt jetzt schon kaum mit dem scheiß Löffel da rein. Es geht mir so auf den Pimmel. Ich schreibe gleich eine Mitarbeiterbewertung. Ich schreibe gleich eine Produktbewertung. Everybody. Yeah. Wir sind so im Stress. Ganze Business immer andauern. Hashtag no flex. Dass wir die Zeit im Auto nutzen müssen. Wir müssen quasi hier essen, weil wir gleich wieder weiter worken müssen. Ach so, ja, wir fahren noch nicht. Eigentlich stehen wir noch und essen Eis, aber ja, wir haben jetzt uns... Ich habe den Hintergrund ausgetauscht. Wir haben LED-Wände. Für alle, die sich damit auskennen, mit Filmen machen, wir haben hinten so einen grünen Vorhang hängen und wir fahren einfach eigentlich gar nicht. Wir würden niemals Auto fahren und essen nebenbei. Nee. Niemals. Nur, wenn man Hunger hat. Dann ist es okay. Also der Plan ist jetzt erstmal... Wir haben jetzt erstmal unser Lager erweitert. Office. Und einen großen Raum jetzt gekriegt. Also ab jetzt heißt es Office. Da müssen wir jetzt streichen. Ich habe schon gar keinen Bock, das abzukleben alles. Ja, ich auch. Ich hasse abkleben. Ich auch nicht. Kennst du die Leute, die dann immer sagen, wenn ich frage, wie findest du eigentlich abkleben? Und dann sagt der andere, ja, finde ich eigentlich ganz geil. Und dann sage ich, ja, finde ich auch geil. Oh. Und wenn der andere dann sagt, nein. Nee, finde ich richtig scheiße, ja, finde ich auch scheiße. Oh. Nee, finde ich doch gut, ja, finde ich auch gut. Auf jeden Fall ist da jetzt richtig viel Trouble im Office, weil wir noch die ganzen Pieces, die wir da in Stock haben, noch ein bisschen rearrangen müssen. Ja, weil Zähl... Weil ich heute Abend noch mit unserem Graphic Designer noch eine Telco. Ja, wir haben für uns mal die Auer Telco. Schulterblick. So, wir machen jetzt hier nicht Lachen-Challenge auf dem Weg, damit wir noch ein bisschen Spaß haben, bevor wir anfangen zu arbeiten. Los geht's. Gestern Abend alle schön allein gelassen in der Wichskabine bei Vinny, hm? Ihr wart alle weg. Was willst du von mir, du kleiner Wichser? Wie talkst du? Wie talkst du eigentlich mit mir, Vater? Du attackst mich hier von der Side of Life. Du bist doch ein feiges Stück Scheiße. Warum bist du abgehauen? Alles war normal, Monty Hook Splash, du kleiner Wichser.
Du hast also schön abgesplasht. Was ist mit mir? Ich war noch nicht so weit. Ha? So läuft das mal nicht. Mein Stick war noch nicht ready to splash. Oh, kann ich ja nicht für. So Leute, wir haben jetzt den Schlüssel gekriegt für unser Office und wir waren noch gar nicht drin, wir wissen gar nicht, wie es aussieht. Wir haben es nur auf Fotos gesehen und wir nehmen das mal mit. Wir sind gespannt. Wir machen eine kleine Rundführung für euch. Ja, ich bin gespannt. Rein in den Palast. Aufgeregt? Nur aufgeregt. Man sieht es doch an. Los. Ist ganz schön dunkel, mach mal Licht an. Im Dunkeln ist gut munkeln. So, wo ist es? Hier vorne, ne? Hier ist es. Ach du Scheiße. Ist das ein Drecksladen? Alter, guck mal hier. Das ist total verschimmelt alles. Aber wir haben eine kleine Chill-Out-Area. Kommt mal mit, Leute. Doch nicht. Das war zu viel, das Guten. Aber sonst? Ja. Einen Staubsauger haben wir schon mal? Staubsauger haben wir, genau. Kleinen Handstaubsauger. Und ich würde sagen, legen wir mal los. Ja, also man kann mit arbeiten, ne? Man kann mit arbeiten. Die Decke ist auch, die ist richtig office-mäßig, ne? Ja, das ist so eine Standard. Das ist eine Standard-Stromberg-Decke. Das ist wie ein großer Boden. Der Fußboden aber auch, guck mal. Ja. Ja. Ach, guck mal hier. Der Kalender. Den nehmen wir aber ab. Ja, so geht natürlich nicht. Ich will einen Männerkalender haben. Das ist ein Schiff. Schmeiß runter. So, jetzt machen wir das, was ich am besten kann. Erstmal schön staubsaugen. Und dann wird hier gestrichen. Das ist der ekligste Job beim Malen. Abkleben. Nervt mir einfach nur. Guck mal, die Steckdosen sind so gelb wie das Kreppband. Ja, fällt gar nicht auf eigentlich. Ey, ich habe glaube ich 12 Spinnen erwischt oder so. Die legen jetzt alle Nester in dem Sauger. Oder ist das ein Mythos? Ich würde sagen, dass wir sie nachher freilassen. Ja, ne? Ja. Zurück in die Wildnis. Ja. Sieht gut aus. Alter, ist die mistig, Digga. Oh, jetzt wird die langsam wieder weiß hier unten, ne? Alter. Das Mut, das Mut. Ist echt so. So, wir haben jetzt alles abgeklebt, ne? Was ist der nächste Schritt? Pause machen. Was machen wir jetzt? Was machen wir nach der Pause? Streichen. Streiten. Wir müssen halt noch die ganze Decke streiten. Ich streite nicht, ich streite aber nicht gern. Ich auch nicht, aber bleibt nicht anders übrig. So, schönen guten Abend oder guten Morgen, wir sind jetzt durch. Wie spät ist es? Um 3. Um 3. Ja, wir sind jetzt fertig für einen kleinen Raum von 15 Quadratmeter. Haben wir jetzt 4 Stunden gebraucht.
Es lief wie am Schnürchen. Wie lief es? Wie am Schnürchen. Ja. Bist du zufrieden? Bis jetzt schon. Einen kleinen Fauxpas hatten wir hier oben, als wir die Tür gereinigt haben mit Allzweckreiniger. Da hat Tim hier oben in seinem Putzwahn gegengespritzt. Das ist eine Stelle. Das wird auf jeden Fall dauern, bis das weggeht. Hier kommen morgen noch neue Fußbodenleisten rein. Dann wird der Raum nochmal entgereinigt. So, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Und morgen kommt dann das Interieur. Oder wie sagt man dazu? Interieur. Interieur. Ja, auf jeden Fall kommen hier ein paar Möbel rein. Ja, wir sehen uns morgen, ne?